Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapists und auch direkt mit einem neuen Gefängnis. Ich musste ja quasi das letzte Gefängnis abbrechen, weil ich ehrlich gesagt keinen Ausweg gesehen habe. War einfach zu schwer und da musste ich leider einfach mal die Notbremse ziehen. Und wir sind auf der SS Sailaway. Also willkommen to the SS Sailaway, the one and the only ship you'll be spending the rest of your life on. We have been forced to accept you on our prisoner cargo ship. Also wir sind auf einem Gefängnisschiff oder Gefängnisfrachtschiff. Wahrscheinlich kutschieren die uns irgendwo hin und müssen da wohl ausbrechen. Und das ist jetzt, wie gesagt, das erstmal das letzte Gefängnis, das ich mache. Danach wird erstmal eine fette Escapists-Pause eingelegt. Wie gesagt, ihr habt keinen Bock mehr drauf, ich habe keinen Bock mehr drauf. Das braucht jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe und wir widmen uns dann einfach ein paar anderen Sachen zu. Gut, also dieses Blackbeard-Gefängnisschiff, wo wir das, also das war das letzte Gefängnis in der Staffel 11, das fand ich ziemlich geil. Ich bin mal gespannt, ob das hier auch so cool wird. Ich könnte es mir schon vorstellen. Und ja, das wird bestimmt eine ganz nette Geschichte. Müssen wir halt nur noch schauen, wie wir hier von dem Kahn runterkommen. Aber heute schauen wir uns erstmal auf jeden Fall um. Gleich, ich habe auch mal die Uhr lasse ich laufen, damit wir wissen, wie lang so ein Tag ist oder wie lang so eine Folge wird. Aber kann ich jetzt momentan noch gar nichts zu sagen. Okay, also wir haben hier so ein Mittelteil, wo nur die Gefängniszellen sind. Hier gibt es Fresschen. Und da ist eine Spüle. Warum ist da zur Hölle eine Spüle? Keine Ahnung. Gibt es vielleicht hier einen anderen Job? Gibt es hier vielleicht irgendwie einen Abspüljob? Würde mich wundern. Aber da gucken wir gleich mal. Also. Guck mal, das sieht doch eigentlich ganz cool aus hier. Hat versucht, so ein bisschen mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Zumindest so optisch. Es sind natürlich keine verschiedenen Ebenen, es sind alles die gleichen Ebenen, aber sieht doch schon mal ganz nett aus. So, und wir sind erstmal Büromensch. Das, nicht Büromensch, Bibliothek. Ach, sieh mal einer an. Wir haben auch ein wunderschönes Lüftungssystem. Und der Joshua ist wieder dabei. Den gibt es irgendwie immer mal wieder. Okay, also es gibt schon mal ein Lüftungssystem, aber davon fliehen werden wir wahrscheinlich nicht können. Oder da durchfliehen. Ich möchte mal behaupten, das wird nicht so sinnvoll sein, weil ihr seht ja, das ist ein abgetrennter Bereich, außer man kommt dadurch irgendwie zu einer Zipline oder sowas. Kann ja sein. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Jetzt gehe ich erstmal direkt gucken. Haben die Herren was fallen lassen? Ach, guck mal, sieh mal einer an. Hat jemand tatsächlich ein Schäufelchen fallen lassen? Das nehmen wir doch glatt mal mit. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich mit einem Schäufelchen auf dem Boot suchen soll, aber naja, ist egal. Also, wir gucken uns erstmal kurz an. Also, hier gibt es ein Lüftungssystem und da habe ich gerade schon gesehen, hier geht eine Leiter nach oben. Das ist schon mal sehr geil. Also, wir gehen auf jeden Fall schon mal ins Lüftungssystem, schätze ich mal. Gut, hier ist die Krankenstation, hier wird Holz gemacht. Hausmeister, Bibliothekar, Zimmermann, das sind die Jobs. Hier ist Krankenstation, hier ist Reinigungsmittelkasten. Hier haben wir Scharfschützen. Hier haben wir Zäune, normale Zäune, komischerweise, obwohl hier ein Generator steht, aber von mir aus. Und da haben wir so drei Häftlingsbeutenkisten. Warte mal, aber da hinten ist noch, hier ist noch einer, aber sonst gibt es da hinten wohl nichts mehr. Was haben wir hier noch? Da ist die Dusche. Was gibt es hier noch so? Da
vorne ist die Solitary. Ah, und der Generator ist hier für die Solitary. Ach, mir fällt gerade auf, meine Zelle soll gefilzt werden. Da hole ich doch mal ganz schnell das Scheuwildchen wieder raus. Und die Solitary schaue ich mir gleich mal an. Da wird es ja wahrscheinlich auch noch rechts von irgendwas geben. Komm, wir machen es einfach jetzt schon. Ach, sieh mal einer an. Da ist jede Menge Häftlingsbeute und da geht es aber anscheinend nicht weiter. Da stand scheint einfach nur, keine Ahnung, nichts zu sein. Schon mal gut zu wissen. Und jetzt will ich gerade mal hier was testen. Ich will mir mal kurz angucken. Oder, nee, Moment. Erst gucken wir uns fertig um. Also hier unten scheint wohl der Bootsanleger zu sein. Das heißt, wir müssen... Wow, okay, keine Ahnung, wie wir hier rauskommen, aber irgendwie sollen wir da rauskommen. Achso, jetzt fällt mir auch auf, was das hier sein soll. Das soll die Schiffsaußenwand sein. Fuck, wie komme ich denn da raus? Ich glaube, ich werde es auf jeden Fall erstmal übers Dach probieren. Was anderes fällt mir ehrlich gesagt gerade nicht ein. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an zu looten. Wir brauchen ja einiges. Zahnpasta, Klopapier nehme ich mal mit. Alles mitnehmen, was wir brauchen könnten. Bisschen davon. Ups. Entschuldigung. Uah! Schnell die Schaufel in Sicherheit bringen. Jetzt kannst du mich ruhig verhauen. Danke. Ich kann nicht aufstehen. Das ist nicht gut. Jetzt kann ich aufstehen, komischerweise. Warum auch immer. Aber das Gefängnis ist schon mal sehr übersichtlich. Das gefällt mir. Ich mag das. Oh Mann, ich bin gerade müde. Ich habe heute meinen Lebenslauf für meine Bewerbung fertig gemacht. Und es hat echt lange gedauert. Also das hat... Boah, lass mich nicht lügen. Wie viel hat denn das gedauert? Wie lange? 3-4 Stunden oder so? Bis das wirklich alles so war, wie ich es letztendlich haben wollte. Und ich hoffe, dass der jetzt so in Ordnung ist, dass man den einfach verschicken kann an das Unternehmen, wo ich mich gerade für bewerben will. Muss ich nur noch vielleicht mal anrufen oder so. Mich schon mal quasi ankündigen. Aber das wird schon. Das wird schon irgendwie werden. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass es halt sehr schnell mit einer Arbeitsstelle geht. Ich habe keine Lust auf so einen mega Bewerbungsmarathon. Ein paar von euch kennen das ja wohl. Das muss nicht sein. Hoffen wir mal, dass ich so relativ zügig einen Job bekomme. Daumen drücken, Leute, Daumen drücken. Vor allem bei mir in der Ecke. Ich habe keinen Bock mehr mit dem Zug jeden Morgen 2 Stunden zu fahren oder 1,5, besser gesagt, wie es jetzt momentan der Fall ist. Das macht nämlich nicht so wirklich viel Spaß, den ganzen Tag im Zug zu hocken. Vor allem geht mir da unglaublich viel Zeit gerade verloren. 3 Stunden mindestens, ja doch, 3 Stunden. Bisschen mehr sogar, wo ich nur im Zug sitze. Und das suckt. Da könnte ich, keine Ahnung, was ich an LPs hier alles machen könnte. Und dann könnte ich auch immer richtig Sport machen. Das geht momentan alles nicht so richtig. Das kotzt mich tierisch an. Komm, die Tinte nehme ich dir mal ab. Und das Schäufelchen nehme ich dir auch ab. Und die Schoki. Und das hier ist meine. Alter, ich werde gerade saumüde, ey Leute. Ich glaube, das ist die letzte Folge für heute, die ich aufnehme. Ich muss ins Bett. Ich darf auch morgen nicht so voll komplett müde auf der Arbeit sein, das ist immer doof. Weil dann leistest du halt auch gar nichts, wenn du so komplett müde bist. Zumindest ist das bei mir immer der Fall, wenn ich total im Arsch bin, dann kann ich auch nicht arbeiten.
Und daher, dass ich keinen Kaffee trinke, werde ich auch nicht wach. Wobei ich jetzt mittlerweile immer ziemlich viel grünen Tee trinke. Grüner Tee ist voll super. Nur darf man nicht zu lange im Wasser ziehen lassen, sonst gibt das Aua, sonst gibt das einen richtig Bauchweh-Tee. Ach komm, Leute, ich will doch hier nur ein bisschen looten. Jetzt hört mal auf, hier lang zu laufen. Ja, hau mich. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal was ausprobieren. Sind das wieder Gitterstäbe? Ich hatte schon lange, glaube ich, kein Gefängnis mehr mit normalen Gitterstäben. Dann muss ich mal kurz testen. Ja, das sind Gitterstäbe. Das ist sehr, sehr freundlich. Dann hängen wir erstmal komplett meine Zelle mit dem Zeug zu. Wo gab's denn da gerade auf die Mütze? Ich will Sachen klauen. Ah, der hat aber nichts Gescheites dabei. Aber warte mal, ich würde. Warte mal. Ah ne, ich kann hier nicht einfach graben, stimmt. Aber doch, warte mal, ich kann was ausprobieren. Entschuldigung, dass ich gerade sowieso ein aufgescheuchtes Huhn rumlaufe. Ich will mal kurz was testen. Okay, der geht da nicht rein, aber. Kann ich hier graben? Scheint so. Ja, ich kann graben. Ich darf das jetzt nicht ausprobieren, ob ich graben kann oder nicht. Weil dann schießen sofort die Scharfschützen auf mich. Links sind ja zwei Türme. Aber nur allein, also hier unten war dann diese kleine Leiste. Und allein das hat mir gezeigt, dass ich hier graben kann. Das ist schon mal nicht schlecht. Das muss ich mal gucken, ob ich eventuell hier unter dem Zaun durchkomme. Und wie ich mich nachts hier verhalten kann. Ach, was mir gerade auffällt, warte mal. Mit einem würde ich schon direkt gerne mal anfangen. Ich klaue mir mal kurz ein paar Gäbelchen. Und dann kann ich direkt schon mal zu mir in die Zelle gehen. Scheiße, die haben ja schon wieder die Dinger abgerobbt. Das ist nicht gut. Aber ich will jetzt mal kurz gucken, ob ich hier an der Wand graben kann oder mich durchhacken kann. Das wäre nicht schlecht. Das funktioniert. Das heißt, ich fange hier schon mal an zu graben. Oder mich durchzuhacken. Dann kann ich mich nämlich nachts frei außerhalb meiner Zelle bewegen. Und dann können wir. Alter, dann können wir auch die nächsten Tage uns ein bisschen draußen umsehen nachts. Wobei wir umsehen müssen wir uns ja nicht mehr. Aber dann können wir immerhin schon mal nachts uns an den Zaun oder zumindest in Richtung des Zauns von der, wie nennt man es, von der Solitary begeben und da ein bisschen rummachen. Ich denke, das wird eine ganz gute Sache. Ich will nämlich unbedingt das Zeug in den Kisten haben. Da wird bestimmt irgendwas Cooles drin sein. Sonst wäre das da ja nicht so hinten weggesperrt, ne? Wobei ich glaube, das ist immer zufällig, was da drin ist. Also ich glaube, der Map-Ersteller kann sich das auch gar nicht aussuchen, was da drin ist, oder? Falls das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß es nämlich nicht. So, und wir haben jetzt noch 20% von der Wand. Ist also alles schon mal gut vorgearbeitet für die nächsten Tage. Und 4% lasse ich mal übrig. Und ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich gehe jetzt ins Bett. Sowohl im Spiel als auch in echt. Macht's gut, Leute. Tschüssi.